Mario Kart und andere Oldies im Konsolenbereich. Simon, was viele ja nicht wissen, ist, ich bin ja großer Leipzig- und Kulturfan. Ich auch. Wir wollten welche Museen, also wir haben uns eine Liste gemacht. Ich bin ja zum Beispiel, es gibt ja viele Sachen in Leipzig, von denen ich leidenschaftlicher Fan bin. Du ja auch, zum Beispiel. Buttermesse-Ausstellung. Das Gewandhaus. Oder die Oper. Oder die Thomaskirche. Die Thomaskirche. Auch sehr interessant. Die Michaelkirche. Das Stadtgeschichtliche Museum in Leipzig. Ja, was ja auch, da hängt ja auch ein Porträt von Johann Sebastian Bach. Ja, sehr, sehr interessant. Finde ich schon, diese Federführung. Leipzig ist ja auch bekannt für das Schauspielhaus. Also wir werden auf jeden Fall Kult erleben. Ja, werden die anderen besoffen in der Ecke. Besoffen irgendwie PlayStation 2 zocken. Wir werden uns ein bisschen kulturell informieren. Und ich werde heute was machen, was ja eigentlich auch schon fast Kulturgut ist für Videospiele. LucasArts Adventures. Sollte zumindest Kultur werden. Ist eigentlich Kultur. Ich finde, es ist eigentlich schon Kultur. Das Adventure Pack, also 3 Monkey Island Teile, 3 Indie Teile. Ich werde heute 3 Monkey Island Teile spielen. Und freue mich tierisch drauf. Ja, warum sitze ich bei Hannes am Rechner? Weil das Ganze einen Haken hat. Welchen Haken? Das erfahrt ihr gleich. Und er ist schlimm, vor allem für Laptop-Besitzer. Das an dieser Stelle darf schon mal ganz bitter. Bitter, bitter erwähnt werden. So und endlich wieder Adventures. Ja, ich bin froh, wenn wir solche Special-Tage haben wie heute, denn da kann ich endlich mal in den Keller gehen und alte Spiele rauskramen. Okay, heute ist das natürlich gelogen, denn wir haben ganz frisch, ganz aktuell das Adventure-Pack von LucasArts zugesandt bekommen. Das heißt, eigentlich ist es gar nicht von LucasArts, sondern von THQ. So sieht das Ganze von vorne aus, auf jeden Fall schon mal ganz nett. 6 Spiele an der Zahl in einer Packung, 6 große Spiele. Oder sagen wir mindestens 5, der Turm von Babel ist nicht so mein Fall gewesen. Hat immer gute Wertungen bekommen, ist aber eigentlich kein klassisches Adventure. Ja, Monkey Island 1 bis 3, muss man eigentlich nicht viel zu sagen. Indiana Jones Last Crusade, das Adventure ist auch ganz nett, nicht so toll. Aber Fate of Atlantis, eines der besten LucasArts-Spiele überhaupt. Einziger Haken an der Sache, ein richtiger Wermutstropfen. Guckt euch mal hier an, was da steht. Das Ganze läuft nämlich leider nicht auf Windows XP-Rechnern. Eine Schande, wie ich finde. Und das meine ich ernst. Das ist wirklich scheiße. Ich hoffe, da kommt noch irgendein Patch oder irgendwas der Art, weil, fast jeder Laptop heutzutage hat XP, alle neueren. Ich habe XP zu Hause, ich habe XP hier auf dem Rechner. Deshalb sitze ich jetzt auch an Hannes am Rechner, weil Hannes ist natürlich noch 98 bestückt. Ja, und das finde ich auf jeden Fall eine sehr schade Sache, dass man auf jeden Fall nicht Windows XP und diese ganzen Spiele zocken kann. Mist, sage ich dazu nur. Egal. Es gibt auch einen Artikel zu dem Spiel, habe ich schon mal aufgerufen, ist vom Marc. Der hat das Ganze ja auch schon mal kurz vorgestellt bei Giga und auch ein paar nette Bilder gemacht. Hier, großartig, ja, Monkey Island 1. Da sehen wir das Scum-Interface, damals noch mit Text. Das hat sich dann in Teil 2 geändert, wie wir hier sehen, ja. Da stand dann nicht mehr Schaufel, sondern da gab es dann ein Bild von einer Schaufel und so weiter. Lest euch den Artikel durch, schaut euch die Bilder an, aber wir zocken jetzt erstmal richtig. Und zwar zocken wir natürlich chronologisch absolut korrekt Monkey Island 1 von CD. Ja, ich muss nichts installieren, sondern... Huch, habe ich irgendwas gemacht? So, eigentlich sollte es doch jetzt starten, startet es nicht. Ja, mit DOS ist das natürlich ein bisschen... Kann man das mal kurz zeigen, was ich hier gerade hab? Geht das? So sieht das gerade zurzeit bei mir aus, ja? Das Programm ist startbereit. Drücken Sie nach der Arbeit... Das ist mal wieder der Vorführeffekt. Ich glaube, es ist abgestürzt. Einen Moment, ich guck mal kurz, was die CD macht. Eben hat es noch geklappt, ich weiß nicht, was hier los ist. Das ist mal wieder toll. So, da ist das Menü wieder. Ich versuche es jetzt nochmal. Monkey Island von CD-Spiel. Eben hat es geklappt, sonst fangen wir erstmal mit Teil 2 an. Nochmal. 1. Da! Da ist es. Bevor es losgeht, ein kleines Geschichtsquiz. Und jetzt wissen natürlich alle von früher, die das Spiel kennen, was jetzt kommt. Und zwar die Codeabfrage. Dazu nehme ich meine alte Drehscheibe. Da ist sie. So sieht das Ganze aus übrigens. Wer kennt sie noch? Die Drehscheibe, die Codeabfrage damals. Ja, da musste man hier die Gesichter aneinander reihen und dann hat sich da eben ein Code ergeben. Und das machen wir jetzt einfach mal. Wann wurde dieser Pirat in Barbados aufgeknüpft? Moment, das ist hier. Komischer Unterkiefer mit Dolch im Kopf.
Wo ist der Dolch im Kopf? Da. In Barbados 1594. Damals hieß das Ganze noch Lucasfilm Games. Mittlerweile heißt es ja LucasArts. Ab Teil 2 hieß es das auch. Monkey Island 2 war dann schon von LucasArts. Und es startet wie immer im Dunkeln auf einer Insel. Ich glaube, so fängt, glaube ich, jeder Teil bei Monkey Island an. Nicht? Doch. Monkey 3 fängt auch. Pepper meint gerade nein, aber ich meine doch. Ja, aber auch, es ist dunkel und das Boot liegt vor einer Insel. Egal. Ron Gilbert hat das Ganze erfunden, da steht's nochmal. Und wir fangen einfach mal an. Ich drücke Escape und... Ach, ich kriege Gänsehaut. Allein schon der Soundtrack, das ist 12 Jahre her. 12 Jahre ist das jetzt her, aber dieser Soundtrack, der ist einfach noch unantastbar. Und ja, man muss, es ist ja eigentlich, ist ja ein bisschen peinlich, wenn ich jetzt irgendwie erkläre, was das Besondere an Monkey Island ist, weil wer es nicht kennt, der lebt eh unterm Stein und kann mich nicht hören. Insofern genießt einfach nochmal diese Dialoge. Das Adventure Pack gibt's jetzt, glaub, für 30, 40 Euro, 6 Spiele in einem. Also, wenn ihr die Spiele nicht mehr habt oder nicht kennt, was eine Schande wäre, dann geht nochmal in den Laden und holt euch diese großartige Zusammenfassung. Wo sind nochmal diese Piratenanführer? Jetzt gehen wir nämlich in die Stadt und müssen zum ersten Mal in die Scamba und werden dort mit den 3 Prüfungen konfrontiert. Ihr erinnert euch, man muss ja Pirat werden und um Pirat zu werden, muss man 3 Dinge beherrschen. Zum einen Schwertkampf, zum zweiten die Kunst des Diebstahls und zum dritten einen großartigen Schatz finden. So sieht das Ganze aus. Das ist Mealy Island, TM, ja, Trademark. Und da ist die Scamba. Gibt's, glaube ich, auch in jedem Teil, stimmt's? Pepper? Doch, aber da gibt's trotzdem eine Scamba. Da gibt's zwar kein Mealy Island in Teil 3, das stimmt, Pepper, aber es gibt die Scamba. Bin ich mir ziemlich sicher. So, ein Dialog, der Geschichte geschrieben hat, der Dialog mit dem Hund, ja? Großartig, hier. Ja, welche Antwortmöglichkeiten? Wuff, arf, wuff, wuff, arf, wuff, waruf, Mealy Island, aruf, wuff, LeChuck, grrr. Ja, jetzt fragen wir natürlich nach, wir sind natürlich neugierig. Wuff, LeChuck, ja. Wuff, LeChuck, wuff, 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 ruf, wuff, wuff, ruf, wuff. Ah nee, das war eine Frage. Worf, ruf, Gouverneurin Marley. Ein großartiger Dialog. Ein tolles Spiel. Also was wir rausbekommen, was uns der Hund schon mal ziemlich deutlich macht, ist LeChuck, Monkey Island und Gouverneurin Marley. Das sind immerhin schon 3 wichtige Informationen, die wir zu gegebener Zeit dann auch noch verwenden werden. Deshalb bleibt noch ein bisschen dran, gleich gibt's noch mehr von Monkey Island 1, 2 und 3. Guybrush Threepwood, ein mächtiger Pirat und verkaufe diese tollen Lederjacken und hinter mir steht ein 3-köpfiger Affe und ich weiß nicht was noch alles. So sieht das aus, was wir heute machen. Das Adventure Pack von LucasArts. 6 Spiele in einer Packung. 5 Adventures und 1 Action-Adventure à la Tomb Raider und zwar Indiana Jones, der Turmbau zu Babel oder sowas. Der Turm von Babel. So rum, ja. Und wir machen direkt weiter mit Monkey Island 1 und zwar kommt jetzt die erste richtige Zwischensequenz. Sehr spannend, denn dort wird zum ersten Mal Oberschurke und Obermods-Fiesling vor dem Herrn LeChuck vorgestellt. Und ich mache einfach mal weiter. Tief unter Monkey Island liegt das Schiff des Geisterpiraten LeChuck in einem Fluss aus Lava vor Anker. Captain LeChuck, ich... Ah... Es geht doch nichts über den heißen Höllenwind, der einem hier unten durchs Haar weht. Ja, sehr lustig. Das ist auch gleichzeitig übrigens Schauplatz, so viel kann man ja ruhig mal spoilen, des letzten Kapitels bzw. der letzten Rätsel, wenn man sich dann als unsichtbarer Pirat auf das Geisterschiff schleust und dann LeChuck das Handwerk legt.
Ist auch mal ganz interessant zu sehen, wie sich so die Charaktere verändert haben von Teil zu Teil. Ist ja total unterschiedlich. Also Teil 1 und 2 sind sich noch relativ ähnlich. Teil 2 und 3 haben überhaupt nichts mehr vom Grafisch, vom Optischen her zu tun. Und Teil 4 ist dann, wie gesagt, der erste Monkey Island-Teil in 3D. Und sah halt auch grafisch dann wiederum ganz anders aus als Teil 3. Auch so kleine, naja, ist vielleicht ein bisschen übertrieben, aber ich denke schon, dass sie das mit Absicht gemacht haben, so eine kleine Hommage an Star Wars, wenn Lord Vader auf seiner Brücke steht. Warte, ich werde das persönlich regeln. Meine Pläne sind zu wichtig, um von Amateuren vermasselt zu werden. Ist das so ein bisschen wie Lord Vader, der dann auf dem Schiff steht und raus in die Sterne guckt, hier LeChuck. Auf seinem Geisterschiff. Ja, so viel erstmal zu Monkey Island 1. Ich starte jetzt mal ganz fix Monkey Island 2. Richtig. Spielende. Und dann werden wir auch gleich sehen, dass zum ersten Mal, dass das Scum-Menü. Der Hannes könnte jetzt auch sagen, wofür Scum steht. Ich weiß es natürlich wieder nicht. Moment, jetzt hat es mir der Pepper aus der Regie ins Ohr gesagt. Und der Simon von hinten. Script, Cursor, Utility for Maniac Mansion. Aber müsste es dann nicht Scuffen heißen? Skiffen. Egal, aber wie Nerd muss man eigentlich sein, um sowas zu wissen? Ja, egal. Monkey Island 2. So. Los geht's. Natürlich auch wieder mit der Coda-Frage. Diesmal ist die Drehscheibe ein bisschen größer. Ja. Und wir müssen jetzt das Rezept für gut oder Gu, Ragu, Gu mixen. Und zwar eine Kellerassel, ein Kellerkäfer mit. Wo ist der blöde Kellerkäfer? Wie sieht er überhaupt aus? Da. Der Kellerkäfer mit Tropfenholzbeinpaste. Tropfenholzbeinpaste haben wir gleich um die Ecke. Und jetzt gucke ich, wo ist Gu? Da. 5616. So. Auch ein Novum gab es zum ersten Mal mit Monkey Island 2. Man konnte sich entscheiden, ob man die Light-Version spielen will oder eben die Hard Version. Natürlich haben alle Monkey Island Fans die Hard Version gezockt. Ja. Und da geht's auch gleich los. Da sehen wir Gouverneurin Marley und Guybrush Threepwood. Ist ja so ein bisschen, also man muss es ja auch mal sagen, Pulp Fiction hat eindeutig bei Monkey Island 2 geklaut. Ja. Wir sehen quasi zuerst das Ende und erst im Laufe des Spiels entwickelt sich quasi alles wieder zurück zum Ende. Oder so. Ja. Escape, wir wollen ja ein bisschen Sound. Jetzt hier übrigens, schnell mal kurz zeigen, LucasArts. Hat man noch? Ja, hat man noch gesehen, ne? LucasArts. Nicht mehr Lucasfilm, sondern LucasArts. Seit 1991 dann eben LucasArts. Auch Kult, die zwei tanzenden Affen. Michael Jackson hat ja sogar mal in einem Interview gesagt, er hat sich Choreografien davon abgeguckt. Kusch, kusch, kusch. Ich muss sagen, mir hat Monkey Island 2 am besten gefallen von allen Monkey Island Teilen. Auch die Grafik, also der Guybrush aus Monkey Island 2 gefällt mir immer noch am besten. Und da startet es auch wieder auf einer Insel in der Karibik im Dunkeln. Tief in der Karibik von Scap Island. Und Guybrush ist mittlerweile ein reicher Pirat, der nichts Besseres zu tun hat, als einfach nur anzugeben und zu erzählen, wie er LeChuck, den Zombie-Piraten, gestellt hat und lässt sich jetzt ein bisschen feiern. Und auch bei Monkey Island 2 natürlich der Wortwitz. Ja, man muss es einfach gespielt haben, man muss es einfach gelebt haben, man muss es gelesen haben vor allem. Natürlich jetzt zum Zeigen nicht ganz so prickelnd, wenn man hier so Sachen wie GTA 3 und was weiß ich und Resident Evil Zero gewöhnt ist, aber das ist einfach ein Stück Spielkultur, Spielgeschichte, ja. Ich weiß nicht, wie kann ich es noch hypen? Kann mir mal jemand helfen? Ja, brech mal das Gelaber, kann man doch auch irgendwie abbrechen, so. Ha! Die Jungs würden eine gute Geschichte nicht erkennen, auch wenn sie 120 Mark dafür gezahlt hätten. Das Spiel hat damals, glaube ich, auch 120 Mark gekostet, ne?
Das war so der Insider, der damit gemeint ist. Part 1, The Largo Embargo. Übrigens jetzt im zweiten Teil, irgendwie die Musik ist jetzt, glaube ich, bei der Version irgendwie MIDI oder auf Roland, ja. Jedenfalls ist die Musik normalerweise noch ein Tick besser. Da sehen wir es jetzt. Hier, das neue Scum-Menü, also mit Bildern erstmals. Das wurde dann, glaube ich, auch bei Fate of Atlantis weitergeführt. Oder wurde es mit Fate of Atlantis? Nee, Fate of Atlantis kam nach Monkey Island 2, ne? Ja, ja. So, also mit Monkey Island 2 eingeführt. Und wir sehen es. Guybrush ist sehr reich, aber nicht sehr lange. Wo denkst du, gehst du hin, Bürschchen? Jetzt kommen natürlich auch gleich wieder die berühmten Multiple-Choice-Möglichkeiten. Das hier ist eine Privatbrücke. Du musst Gebühren zahlen. Ist das eine Art von Bestechung? Sicher. Nimm mein Geld, will kein Ärger. Wer will das, Shorty? Ich bezahle nicht. Ich bin ein Pirat. Ganz kurz, liebe Regie, wir müssen noch sehen, wie Guybrush sein Geld verdient, oder? Dafür haben wir noch die Zeit, oder? Verliert. Habe ich gesagt, verdient? Ich hasse euch Klugscheißer in der Regie. Hahaha, schrei so laut du willst. Es gibt keine Polizei auf Skype Island. Das ist richtig, es gibt keine Polizei, aber es gibt Guybrush Threepwood, einen mächtigen Piraten. Und deshalb bleibt dran, denn der wird gleich noch heftig Abenteuer erleben. Ja, warum tanze ich? Weil ich mich freue, dass wir einen Ausflug, einen historischen Ausflug in die Welt der Action, in die Welt der Point-and-Click-Adventures machen mit dem Adventure-Pack von LucasArts bzw. von THQ. Finde ich eine großartige Sache. Ich hoffe allerdings noch, dass ein weiteres Adventure-Pack rauskommt, zum Beispiel mit Sam & Max, Maniac Mansion 1 und 2 oder Loom und, keine Ahnung, den ganzen anderen. Ja, Zack McCracken sagt Pepper gerade zu Recht. Also den ganzen anderen Adventures von LucasArts, die eben noch fehlen. Wir machen kurz weiter mit Monkey Island 2, bevor wir dann springen zu Monkey Island 3. Und zwar treffen wir jetzt eine sehr wichtige Person, die wir auch gleich wieder in Monkey Island 3 sehen werden. Und zwar ist das Wally. Der Kerl mit dem Monokel. Monokel, meine ich doch. Und ja, man kann ihm das Monokel klauen, ganz wichtig. Das mache ich jetzt gleich mal. Nette Wohnung. Na dann, bis bald. Ja, ja. Okidoki. Guck, man muss warten, bis er den abgenommen hat und dann auf den Tisch gelegt hat. Und dann kann man den nämlich nehmen. Na komm, da. Zack. Das war ein Rätsel, an dem ich ohne Komplettlösung, glaube ich, ewig gehangen habe, weil ich einfach nie so lange gewartet habe, bis er den Monokel abgenommen hat. Das Monokel. Den Monokel? Das Monokel. Das Monokel. Das heißt ja auch das Monopoly. Ja, egal, weiter. Wir gehen jetzt, ach, wisst ihr was, wir gehen jetzt raus und gucken uns Monkey Island 3 an, weil das ist wirklich noch bombastischer, sich anzusehen. Es macht zwar nicht so viel Spaß zum Zocken, aber es sieht toller aus und deshalb macht es mir mehr Spaß, das jetzt hier vorzuführen. Da es dort Sprachausgabe und animierte Zwischensequenzen gibt, das ist natürlich für eine Fernsehsendung der Superlative, wie Giga Games nun mal eine ist, wesentlich sinnvoller. Ach so, rausgehen, ja. Ende. Das war J, Mann, da muss man ja 10 Tasten drücken, um hier aus dem Spiel zu kommen. So, ich habe das Spiel natürlich schon installiert. So, wo ist es? Da, Curse of Monkey Island. Und los geht's. Ja, wie vorhin schon erwähnt, starten wir auf einem Piratenschiff. Ach so, ja, hier, zu Beginn kann man auch wieder auswählen, ob man eben die Light-Version oder die Hard-Version zocken will. Wir zocken natürlich, weil wir echte Piraten sind. Oberaffig. Schwer rauszufinden, welche Geräusche von mir sind und welche vom Spiel. Ich weiß, ne? Das klingt wie beim Simon im Kühlschrank irgendwie. Wenn man den aufmacht, da schreit auch irgendwie alles und bewegt sich und so.
Und für alle, die damals Monkey Island 3 gezockt haben, wann kam das eigentlich? Ich glaube, das kam locker 5 Jahre nach Monkey Island 2 oder so, ne? Warum habe ich mir das nicht irgendwie vorher aufgeschrieben? Ich weiß es jetzt nicht genau. Wann kam? Ich guck mal gerade hier auf die Verpackung. Logbuch des Captains, Guybrush Threepwood. Ja. Seit Tagen jedenfalls haben sich einige erschreckt über die Grafik. Navigationsinstrumente. Kein Proviant außer einer halben gepökelten Wurst. Und wenn ich nicht bald auf etwas zu trinken stoße, ist es aus mit mir. Allein die Hoffnung, meine geliebte Elaine zu finden, hält mich aufrecht. Die Suche nach dem berühmten Schatz Big Whoop hat mich in diese missliche Lage gebracht. Ich hatte gedacht, er würde mir zu Ruhm und Ehre verhelfen. Doch stattdessen hat er mich direkt in die Fänge von meinem Erzfeind getrieben, dem Zombie-Piraten LeChuck. Er wollte sich an mir rächen, weil ich seinen bösen Plan durchkreuzt habe, Elaine zu heiraten. Bin sehr, sehr durstig. Nur ein einziges Glas frisches Wasser und ich hätte vielleicht wieder die Kraft, weiter zu segeln. Aber ich weiß ja, um mich herum gibt es weit und breit nur den Ozean. Sparkling Water. Wenn ich angreifen könnte, würde ich möglicherweise Trinkwasser finden und etwas zu essen. Obst vielleicht, um damit den Skorbut zu bekämpfen und meine Kraft wieder zu gewinnen. Vielleicht ein paar Bananen. Ach, warum quäle ich mich selbst so? Ich könnte mir auch ein Hühnchen und einen großen Krug voll Grog wünschen. Das bringt ja doch nichts. Oh, meine süße Elaine. Bin ich dazu verdammt, auf diesem Ozean zu verhungern? Ohne dein Gesicht nur noch ein einziges Mal wiederzusehen, bin ich... Großartig. So ein bisschen UB40, ne? Red, red wine. Ja, so. Los geht's. Part 1, The Demise of the Zombie Piper. Ja? Zombie Pirate LeChuck. Und da ist er. Erkennt ihr ihn wieder? Wally! Ich muss hier raus und Elaine helfen. Wenn ich nur durch diese Tür kommen könnte, dann könnte ich leicht die bewaffneten Wachen oben überwältigen, über Bord springen und ans Ufer schwimmen. Hör auf zu murmeln, Gefangener! So, los geht's. Und was einem gleich natürlich auffällt, ist, es gibt nicht mehr das berühmte Scum-Menü, sondern es gibt ein neuartiges, das heißt, so neuartig ist es gar nicht. Wurde damals eigentlich bei Full Throttle schon ähnlich benutzt. Nicht das Inventar, sondern hier. Zeit zu sterben. Dieses, wie nennt man's? Ja, Menü. Nehmen, untersuchen, beziehungsweise ansehen und sprechen. Wir sprechen jetzt als erstes natürlich erstmal mit diesem kleinen Zwockel. Bleib da! Und natürlich, Pflicht für jedes LucasArts Adventure, Multiple-Choice-Antworten. Ich bin Guybrush Threepwood, wer bist du? Du machst mir keine Angst, du schmutziger Pirat. Hallo, bitte töte mich nicht. Ich finde ja die hier ganz schön. Ja, ich soll schon wieder zum Ende kommen, egal, dann machen wir gleich weiter mit Monkey Island 3, Curse of Monkey Island, also bleibt dran, das macht auf jeden Fall eine Menge Spaß. Letzte Runde in unserem Adventure-Rückblick. Wir sind bei Monkey Island 3 angekommen und treffen auf Wally. Oder Wally? Chi-Wally-Wally. Jedenfalls sind wir gefangen von Wally, dem kleinen Knirpsen. Ist ein bisschen, unfreiwillig komisch. Und wir werden jetzt versuchen, uns aus den Klauen von diesem kleinen, fiesen Wally zu befreien. Also, kommt mit. Wir machen weiter mit Monkey Island 3, The Curse of Monkey Island. Ein großartiges Adventure und ein großartiger dritter Teil. Ich sag's nochmal, Leute, gewöhnt euch einfach an die Grafik und ihr werdet sehen, das Spiel hat's in sich. Ihr habt vielleicht schon am Intro gesehen, großartiger Humor, großartige Dialoge, tolle Rätsel. Ein wahrer Monkey Island-Teil und man muss sich vielleicht an die Grafik gewöhnen, aber wie gesagt, mich hat's nicht gestört. So, ist der Haken echt? Ist der Haken echt? Wally dazu bringen, dass er ein bisschen... Ein bösartiger Hai riss mir die Hand ab. Was verunsichert war das für ein Kampf? Ich erinnere mich. Es ist eine Attrappe. Ist es nicht? Nun, okay, es ist eine. Weißt du, ich habe meine Hand noch nicht verloren. Das ist eine Art Trainingshaken. Ich trage ihn nur, um mich an das Gefühl zu gewöhnen. Kapitän LeChuck sagt, dass er meine Hand abschlägt, sobald er ein bisschen Freizeit hat. Ich habe jedoch einen eingerissenen Fingernagel. Er wird sich vielleicht entzünden. Hey, warte mal. Du bist kein Pirat. Wally! Erkennst du mich nicht? Ich bin Guybrush Threepwood. Oh, sowas. Hallo, Mr. Wood.
Das letzte Mal, als wir uns gesehen haben, waren wir Gefangene in LeChucks Labyrinth. Warum heuert jemand wie du auf einem Schiff der lebenden Toten an? Nun, Mr. Brush, zuerst hatte ich meine Zweifel. Aber dank der Seminare und Motivationsvorträge von LeChuck und der Papageien-Audiobücher bin ich ein bösartiger Pirat. Die Papageien-Audiobücher, tolle Sache. So, erzähl mir mehr von diesen Seminaren, erzähl mir mehr von den Audiobüchern. Erzähl mir von diesen Audiobüchern. Die brauchen wir später noch. Die Papageien-Audiobücher sind der Schlüssel zur Piraterie. Du erhältst einen Satz von 12 Papageien, einen pro Monat. Gib so viele zurück, wie du willst. Behalte sie alle und werde glücklich. Sie lehren dich, wie ein Pirat zu sprechen. Klingt irgendwie wie beim Club Bertelsmann oder so, ne? Wir haben da diese tolle Musikkollektion. Das Beste der 70er und 80er. Ein Pirat braucht, um auf hoher See respektiert zu werden. So, erzähl mir mehr. Hast du irgendwelche Literatur da, die ich mir ansehen kann? Hier. So. Diese Handzettel. Man kann das Ganze mit der Punkttaste immer abbrechen. Jetzt müssen wir noch. Was war's? Wir müssen ihn noch irgendwie auf die Knie zwingen. Die Seminare haben mir. Sie ahnen ja nicht, wie erheblich in der Lage zu sein, sich selbst zu sagen: Ja, ich bin ein verachtenswerter, dreckiger, schurkiger Pirat, der. Aber genau. So, das breche ich auch mal alles ab. Bla bla bla. Immer einfach alles durchklicken, bis es nicht mehr geht. Lass mich frei, Wally, wie sehen die Chucks Blinders. Du bist als Pirat ein Versager. Das war's, was ich haben wollte. Halt die Klappe, du gelbbäuchiger Schmeißfisch. Noch ein Piep und ich buchte dich ein. Piep. Du anstößiger Mistkerl. Noch ein Wort und ich zeige es dir. Wort. Das reicht. Ich werde dich zerfetzen. Ich werde... Oh, ich kann es nicht. Ich kann es einfach nicht. Sie haben recht, Mr. Wood. Ich bin einfach kein Pirat. Ich bin nicht grausam oder blutrünstig oder hasserfüllt oder sonst was. Ich bin nicht einmal unfreundlich. So, da fliegt der Haken. Den nehmen wir jetzt natürlich und basteln uns jetzt quasi eine Angel. So, nehmen. Zack, dann nehmen wir uns hinten den Stock. Das Spiel fängt langsam an, also für alle, denen es jetzt ein bisschen zu langatmig war, das gehört halt bei Monkey Island dazu. Das muss so sein. Man muss halt am Anfang. Ich kann mich nicht an der Kanone vorbeizwängen. Immer mal ein paar Dialoge führen und so weiter, aber es macht halt auch Spaß. Ist so ein bisschen wie bei einem Rollenspiel. So, jetzt natürlich die Kanone benutzen. Jetzt kommt hier so ein kleines Minigame à la Moorhuhn, ja. Oh. Hey, das war ganz schön knapp. Wir müssen jetzt hier die Piraten erstmal wegschießen. Wir sind ja von den Guten und das sind alles Zombie-Piraten und deshalb. Auf welcher Seite stehst du? Oh. Das war ich. Ja. Entschuldigung. Und eins noch. Wenn du so weitermachst, werden wir alle getötet. Das tut mir leid. Ja. Es ist, als wärst du keiner von den Chucks bösart. So. Hey, ich werde langsam ziemlich gut darin. Und jetzt kommt der Kult-Sidekick von Monkey Island überhaupt, ja. Mary, persönlich. Davor müssen wir uns aber erst noch was basteln. So. Jetzt haben wir nämlich einen Enterhaken. Murray gibt's erst seit Teil 3. Das hat Pepper gerade festgestellt. Das stimmt. Aber er ist trotzdem Kult. Er wurde allein durch Teil 3. Stan ist auch Kult, ja. Pepper meint, Stan ist Kult, weil Stan halt auch von Anfang an dabei war. Murray kam erst mit Teil 3, aber sehr cool. Auch das eröffnet einem, sich einem jetzt, wenn man ein bisschen mit Murray spricht. Sehr coole Dialoge immer. Kann ich dich Platte nennen? Hast du was verloren? Ich bin Guybrush Threepwood, ein mächtiger Pirat. Ich bin Guybrush. Entschuldige, dass ich dein Boot in die Luft gejagt habe. Ich bin Guybrush. Entschuldige, dass ich dein Boot in die Luft gesprengt habe. Und dann wird dieser Kummer das Letzte sein, was du fühlen wirst. Du stehst vor dem schrecklichen Dämonenschädel Murray. Und nun will ich deine Schreie des Entsetzens hören. Oh.
Warum lacht ihr Bösewichte immer so viel? Ich habe über nichts Spezielles gelacht. Irgendwo knabbert ein Fisch an meinem Fuß und das kitzelt. Du bist so furchteinflößend wie ein Türstopper. Ist es ein richtig böse aussehender Türstopper? Naja. Weißt du, mit einer Tropfkerze auf der Stirn würdest du großartig aussehen. Ich habe das Gefühl, dass du mich nicht sonderlich ernst nimmst. Doch, das tue ich wirklich. Wirklich? Wirklich. Das ist toll. Ich gehe jetzt. Gut, nun lass mich allein. Ich muss noch eine Menge Intrigen und Bosheiten aushecken. So, jetzt nehmen wir hier den Enterhaken. Gleich, bitte Regie, darf ich noch ganz kurz? Ich will nur kurz zeigen, wie man aus dem Raum rauskommt. Ich hab's gleich. Positiv sehen. So, jetzt nehmen wir den Piratenarm samt Säbel. Hey, das ist mein Arm! Gib ihn zurück! So, jetzt gehen wir kurz rein. Ich hab's gleich. Das ist noch wichtig. Das ist von elementarer Bedeutung. Hier, Säbel mit Schnur. Beziehungsweise mit Halteseil für Kanone. Schmecke den kalten Stahl, schwächliches Kanonenhalteseil. Und jetzt benutze Kanone. Und? Und jetzt werde ich mit den dämonischen Flammen. Na gut, ich muss zum Ende kommen. Ist eigentlich auch ganz schön, dann erfahrt ihr jetzt nicht genau, wie Guybrush rauskommt. Kauft euch das Adventure Pack, gibt's seit ein paar Wochen im Handel und einen Artikel dazu findet ihr natürlich im PC-Bereich.